Vizepräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und den Chairman der Genting Group, Hans-Wilhelm Kortei. Ist ein historischer Tag für den Schiffbau in Europa. Heute ist ein gigantischer Tag für uns, denn wir feiern einen Giganten. Heute feiern wir die Kiellegung und herzlich willkommen zur Kiellegung von Global One für Drink Cruises. Ja, ich glaube, das ist unglaublich. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, hier zu sehen. Ich habe genau nachgezählt, 800 blaue, weiße, rote Helme in den Farben der Hansestadt Rostock. Dazu ein solches Ereignis. Good afternoon. Today is a very significant milestone of MVWFTN with the laying of the keel for the first global class ship for Dream Cruises. The global class has the usual facilities of all cruise ships. But in addition, we'll have a theme park, the first in the world, including a roller coaster with virtual reality. Thank you, Minister President, and every one of our honored guests for attending this keel laying ceremony today. And lastly, I would add my thanks to our partners and suppliers, and most important of all members of our team here in the shipyard that is present today. We will gather again to be here for the delivery of the ship in the first quarter of 2021. We will hold Mr. Fatten to that. Okay. Thank you. Thank you very much, Tanz-Wilhelm. A very warm welcome to Rostock, a very warm welcome to Mecklenburg-Vorpommern again. Liebe Gäste, lieber Herr Fetten, lieber Mr. Braun, lieber Wirtschaftsminister Harry Glawe, liebe Oberbürgermeister, aber vor allem liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute an diesem doch sehr, sehr besonderen Tag dabei zu sein. Und dass wir heute die Kiellegung feiern, eines der größten Schiffe, die jemals in unserem Land gebaut wurden, das ist schon doch sehr historisch für den Schiffbau. Wenn man jetzt unter der Hälfte steht, dann kommt es einem von hier aus sehr gewaltig vor, aber wenn man überlegt, dass das Schiff irgendwann, nicht irgendwann, ich habe 2021, so groß, so hoch sein wird, wie es dort oben vom Pfeil angezeigt ist, dann kommt es einem auch wieder klein vor. Und deshalb heute uns allen eine schöne Kiellegung und vor allem allen in Zukunft viel Erfolg bei diesem großen Schiff. Ich bin gespannt darauf, wenn man irgendwann diesen Pfeil nicht mehr sieht, weil das Schiff hier so groß steht. Also, herzlichen Dank für die Einladung und uns eine schöne Feier. Thank you.
Namen aller Zulieferer im Speziellen eine besondere Ehre, diese erfolgreiche Kielegung, beizuwohnen und alles Gute für dieses doch außergewöhnliche Projekt zu wünschen und freue mich, dass ich hier diese Kielegung begleiten darf. Dankeschön. Wunderbar, vielen Dank, die Herren. Wir schauen hier weiter, wie geschraubt wird und dann sind wir auch schon fast soweit. Sie können gleich noch ein bisschen auf der Bühne bleiben. Jetzt wird belohnt, wer eine Arbeitsjacke trägt. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, den Projektpartnern allzeit einen kühlen Kopf, dass wir diese Herausforderung hier meistern. Wir grüßen nochmal, so nett wie es Sacha Brown macht, nach Asien. Einen donnernden Applaus und tschüss aus Rostock! Wir kommen jetzt zum offiziellen Teamlegungsfoto. Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Rennen niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, auf jetzt. Genau, wir finden es auch nicht. Wer darf die anschneiden? Wann gibt es ein Stück?